Und an jedem Zügel 70.000 Malaika. Die wird gezogen. Und wenn Jahannam ihre Deckel aufgehen, Yawm al-Qiyamah, die Malaika lassen sie los. Jahannam will Rache Yawm al-Qiyamah nehmen. Sie will die Menschheit vernichten, Yawm al-Qiyamah. Und wenn Jahannam Yawm al-Qiyamah brüllt, aus Wut, sie möchte Rache für Allah nehmen, subhanahu wa ta'ala, auch die Propheten, die Besten bei Allah, subhanahu wa ta'ala, fallen auf die Knie aus Angst vor Jahannam. Ajadani Allahu ayyakum minha. Das Essen der Bewohner des Höllenfeuers wird aus Feuer sein. Ihre Speisen, ihre Getränke, ihre Kleidung, ihre Häuser, der Boden, der Schatten von Jahannam, alles ist aus Feuer, wal'iyadu billah, geschnitten. Ist alles aus Feuer. Das Wasser, wie sie trinken, ist aus Feuer. Das Wasser, wie sie trinken in Jahannam, a'udhu billah. Wallahi, ya ikhwati. Wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dies beschreibt, sagt der Kafir, a'udhu billah. Und der sich in Jahannam befindet, wenn er sich das Wasser nährt, erstmal der Geruch davon, a'udhu billah, ist abschreckend. Sie ertragen es nicht. Und dann die Hitze des Wassers, a'udhu billah, wird ihre Gesichter, a'udhu billah, verbrennen und sie zum Schmelzen bringen. Aber sie werden es trinken müssen, wa'iyadu billah. Weil sie keine andere Wahl haben. Sie haben keine andere Wahl. Und wenn sie es trinken, a'udhu billah, was passiert dann? Sie zerreißt alle ihre Gedärme innerlich, sodass alle Gedärme und Organe aus dem Fuß austreten, wa'iyadu billah. Aber du hast heute die Auswahl, dass du dich davor rettest, Yawm al-Qiyamah. Heute hast du die Chance, dich zu retten. Wieder. Du brauchst nur zurückzukehren zu Allah, subhanahu wa ta'ala. Nur zu Allah zurückzukehren und Tauba zu uns. Zwei Raka'at mit Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala wird dich retten. Bi'idhni azza wa jal subhanahu. Wie sollen wir all das aushalten, liebe Geschwister? Das ist unmöglich auszuhalten. Aber heute, bi'idhni Allah, haben wir noch die Chance. Solange wir leben, bevor es zu spät ist. Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu, sagt, wenn das Höllenfeuer im Osten wäre und die Menschen im Westen, oder du bist im Westen und die Deckel von Jahannam gehen auf, dann wird die Hitze aus Jahannam rauskommen und die wird dein Gehirn, a'udhu billah, wo du im Westen bist, zum Schmelzen bringen, sodass er aus deiner Nase rausspringen kommt, rausgesprengt wird. Mu'ad ibn Jabal sagt, wie sollte dies aushalten, Yawm al-Qiyamah? Und Jahannam, a'udhu billah, verbrennt die Gesichter von Entfernung, liebe Geschwister, von 40 Jahren. 40 Jahren kann die Hitze von Jahannam dein Gesicht verbrennen. Was ist mit dem, der sich in Jahannam befindet? Allah spricht im Koran sinngemäß Subhanahu Azza wa Jalla ungefährer Bedeutung. Und wir haben ihnen an Strafe gemerkt, zu ihrer ursprünglichen Strafe. Es gibt eine ursprüngliche Strafe in Jahannam, aber Allah vermehrt ihnen die Strafe Yawm al-Qiyamah. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu sagt, diese zusätzliche Strafe ist, dessen Skorpionen, wal'iyadu billah, dessen Stachel so lang sind wie Palmen. Ajarani Allahu wa iyyakum. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam erklärt dies auch und sagt, das sind große Skorpionen, dessen Stachel so groß sind wie Palmen. Und die werden die Menschen, a'udhu billah, nas'alullah nihfadhani wa iyyakum, richtig foltern in Jahannam. Und diese Gift, den sie in deinem Körper, a'udhu billah, verursachen, du spürst genauso diese Schmerzen, die du empfindest durch das Höllenfeuer. Wie sollen wir das aushalten, Yawm al-Qiyamah? Uns ist die Strafe Allahs nicht bewusst. Deshalb begehen wir heute so viele Sünden. Deshalb missbrauchen wir Allahs Gesetze, subhanahu wa ta'ala. Und deshalb missachten wir Allahs Gesetze, subhanahu wa ta'ala. Und deshalb werden die Grenzen Allahs überschritten, azza wa jal. Und deshalb heute leben wir, a'udhu billah, ohne Grenzen. In der Dunya sichern den Mu'min und Jannatul Kafir. Dunya heute ist das Gefängnis des Mu'min und das Paradies von Kafir. Warum? Weil der Mu'min hat Grenzen von Allah bekommen, wonach er leben muss. Und die darf er nicht überschreiten. Allah hat uns Pflichten auferlegt, die wir erfüllen müssen. Und Sachen verboten, die wir vermeiden müssen.
und Grenzen auferlegt, die wir nicht überschreiten dürfen. Und wer sich darin hält, bi'idhnillahi jalla wa'ala, er wird sich schützen, yawm al-qiyamah. Ahibbati fillah, Abdurrahman ibn Harith, sagte, ich besuchte Abdullah ibn Handala, radiyallahu anhu, während er krank war. Er lag im Bett und er war krank, sehr krank, so dass er sich nicht bewegen konnte. Sag, als ich ihn besuchte, ein Mann rezitierte einen Koranvers, wo Allah subhanahu wa ta'ala das Höllenfeuer beschreibt und die Lage, a'udhu billah, der Höllenbewohner beschreibt. Allah sagt, singe mir, Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, lahum min jahannam mihad wa min fawqihim ghawash wal'iyadu billah. Denn als der Sahabi diese Aya gehört hat, wie Allah beschreibt, dass die Kuffar, der Boden von Jahannam drunter, ist aus dem Höllenfeuer.